Hallo zusammen! Ich habe ein aufgebrauchtes Video und zwar aus dem Grund, weil wir uns dem, ich schaue gerade auf meinem Kalender, Ende Januar nähern und ich habe einige Produkte aufgebraucht und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen, damit ich die Dinge wegschmelzen kann. Ich sammle die aufgebrauchten Sachen immer in dem Körbchen. Das Körbchen steht bei mir im Wohnzimmer im Regal, so kommt es auch nicht weg und ich kann sicher sein, dass mein Mann nicht auf die Idee kommt, alles in den gelben Sack zu schmeißen, was schon mal passiert ist. Und legen wir jetzt los. Aufgebraucht habe ich eine Pulle Rasiergel von Gillette Setting Care für empfindliche Haut mit Aloe Vera. Das ist eine 200 ml Pulle. Ich habe leider noch eine ganze im Badezimmerschrank stehen. Leider deswegen, weil ich sie nicht so gut fand. Es gibt vergleichbare, günstigere Rasiergele. Das von Balea nutze ich eigentlich sehr gerne. Und deswegen wird das nicht mehr nachgekauft. Meine Kinder haben aufgebraucht Babylove entspannendes Schlafgutbad mit ätherischem Lavendelöl für ein behütetes Gefühl. Die Kinder haben es gerne genutzt. Ich habe es immer ins Badewasser eingekippt und es hat sehr gut geschäumt, sehr gut sauber gemacht. Und ich denke, ich werde es mir eventuell auch nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Balea for Kids Dusche und Shampoo Schmetterlinge mit blumig leichtem Duft. Die Kinder haben es sehr gerne benutzt. Ich möchte allerdings auf vegane Kosmetik umsteigen und ich habe da auch was von Lavera gefunden. Das können sie eigentlich auch sehr gut vertragen. Und ja, eigentlich kann man es sehr gut empfehlen. Es hat seinen Job getan. Ich kaufe es mir aber nicht nochmal nach. Dann habe ich hier ein Leichtkämmen-Spray von DM. Prinzessin Sternenzauber duftet nach Pfirsich. Es soll angeblich die Haare kämmbar machen nach dem Haarewaschen. Hat leider nicht so gut funktioniert. Ja, deswegen würde ich es mir jetzt auch nicht nachkaufen. Wir haben es noch nicht ganz aufgebraucht, aber es würde sowieso einfach im Badezimmer herumstehen, ungenutzt. Und von daher kommt es jetzt weg. Dann habe ich hier von Balea eine Cremeseife, Golden Shine mit Vanilleblüten und Zitronenduft. Eine Limited Edition. Sie roch wirklich sehr, sehr schön nach Vanille und einem leichten Zitrusduft. Hat also sein Versprechen gehalten, was den Duft betrifft. Die Reinigung, ganz normale Balea-Seife oder ganz normale Handseife benutzen wir immer und ob es jetzt Balea ist oder eine andere Marke, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber im Moment nutzen wir Balea gerne, weil die Duftauswahl sehr schön ist. Morgendusche von CD mit Wasserminze und Gurke, vegan, ohne Mineralöle, Silikone, künstliche Farbstoffe und so weiter. Ich fand sie gar nicht schlecht. Also ich fand sie vom Duft her sehr angenehm. Morgens in der Dusche habe ich immer einen Duftkick bekommen, einen Hello-Wach-Kick und habe sie auch sehr gerne genutzt und eventuell kaufe ich sie mir nach, weiß ich noch nicht. Ich probiere eigentlich auch gerne andere Dinge aus, aber ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Zahnpasta von Happy Brush. Supermint Zahnpasta und zwar war sie in einer Box drin, Pinkbox, Glossybox, keine Ahnung und ja, ich fand sie gut, ich fand den Geschmack sehr angenehm, es war nicht zu scharf, man hatte danach ein gepflegtes Gefühl im Mundbereich und von daher kann ich es empfehlen, würde es jetzt aber nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Es gibt auch gleichwertige Zahnpasten in der Drogerie. Und dann habe ich aufgebraucht von Lush eine super geniale Badekugel. Die Badekugeln von Lush sind so genial.
Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Diese habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen. Und erstens duften die bombastisch. Und diese hatte ganz, ganz wenig Glitzer. Minimales Glitzer. Es hat das Badewasser sehr schön glitzern lassen. Aber es ist nicht auf der Haut geblieben, der Glitzer. Und die Farbe, also das war eine blaue Kugel und die Farbe, die war, also die hat richtig das Badewasser eingefärbt. Guckt euch mal die Lush Badebomben an, die sind einfach genial. Das war jetzt Shoot for the Stars, honigduftende Badebombe, die dir Sternschnuppen aus fair gehandelter Bio-Kakaobutter auf Kobalt blaues Wasser zaubert. Ganz toll. Auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Auf jeden Fall. Dann habe ich auch gebraucht die Herske Nails, wie jeden Monat. Und zwar sind das so Presslinge, die man dann zu sich nimmt und die sorgen einfach dafür, dass die Nägel fester werden, die Haut reiner und die Haare extrem schnell wachsen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Da werde ich auch ein Video zu verlinken in der Infobox. Ja, also es ist immer wieder ein Nachkaufprodukt und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier eine Gesichtspflege von Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel. Das ist eine Gesichtspflege und ich fand sie relativ gut. Sie riecht sehr gut. Die riecht wirklich sehr gut und ja, sie hat einfach das Gesicht so ein bisschen erfrischt und leider war es halt für meine Haut nicht geeignet. Ich habe relativ trockene Haut und von daher würde ich es mir nicht wieder nachkaufen. Clear Up Strips von Balea mit Lotusblütenextrakt, porentiefe Reinigung von Nase, Stirn und Kinn für normale und Mischhaut. Ich finde sie nicht schlecht. Sie haben eigentlich alles heraus oder fast alles herausholen können. Jedoch finde ich die Aktivkohle-Strips, die schwarzen Teile, die man sich dann hier auf die Nase legt, besser. Also hat bei mir irgendwie besser funktioniert als diese. Also für mich kein Nachkaufprodukt. Dann hole ich mir lieber die anderen. Dann habe ich hier von Kneipp Badekristalle Rückenwohl mit der Teufelskralle, wohltuend für Rücken, Schultern und Nacken und entspannend. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich mag diese Produkte von Kneipp, weil sie einfach sehr gut duften und ja, einfach wirklich, also ich habe das Gefühl, dass sie wirklich wirken auf der Haut. Und von daher immer wieder ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier einen Rasierer von Nivea und ich finde, das ist ein sehr guter Rasierer, weil ich damit sehr gut klarkomme aufgrund seiner Flexibilität und aufgrund seiner 5 Klingen. Also der hält wirklich lange, den kann man ruhig mehrmals verwenden. Was ich allerdings nicht ausprobieren würde, die Verwendung im Gesicht, habe ich nämlich einmal gemacht. Ich wollte halt so ein bisschen die Härchen wegmachen und das Ding ist scharf. Also da muss man echt aufpassen und das ist einfach hier, der Kopf ist einfach zu groß, um hier noch im Gesicht um die Kurven zu kommen und von daher für den Körper absolut empfehlenswert. Dann habe ich hier von NYX, von der Apothekenmarke NYX, also nicht NYX, sondern NYX. Das ist ein Make-up-Remover gewesen. Und ich mag die Produkte von NYX sehr gerne, weil der Duft mir unheimlich gut gefällt. Wunderbarer Duft. Allerdings hat dieser
ja, hat mich der enttäuscht. Also ich fand den jetzt nicht gut, was, ja, was seine Wirkung betrifft. Er hat das Make-up jetzt nicht so gründlich entfernt, wie ich es gerne haben wollte oder im Vergleich zu anderen Produkten. Das ist jetzt eine Reisegröße gewesen und ja, ich vom Duft her würde ich es mir jederzeit wieder nachkaufen, aber als Make-up-Entferner, das brennt auch in die Augen, also für Augen sollte man es auch nicht anwenden, habe trotzdem mal getestet, aber wirklich nur fürs Gesicht und dann nehme ich doch lieber mein Garnier Micellen Reinigungswasser in Waterproof. Und zudem war noch, war das da drin? Ja, das war in, also die beiden Produkte waren in einer Kosmetiktasche drin, das ist so ein Reiseset gewesen und das hier ist ganz toll, das ist ein Öl, also auch von NYX und ich würde es mir sogar immer wieder nachkaufen, ich würde mir sogar die ganz große Flasche kaufen, kaufe ich mir bestimmt irgendwann mal, wenn ich meine anderen Öle aufgebraucht habe. Das ist NYX Huile Prodigieuse, keine Ahnung. jetzt auf Englisch. Multi-Purpose Dry Oil Face Body Hair. Also das ist einfach ein Allround-Öl, was man für die Haarspitzen anwenden kann oder halt für den Körper. Ich habe es für den Körper hauptsächlich benutzt und somit war die Flasche auch nach 2 Anwendungen leer. Ich habe halt sehr viel Fläche. Ja, da sind jetzt auch nur 10 Milliliter drin gewesen, aber der Duft ist wunderbar. Das lässt sich sehr schön auf den Körper verteilen und ja, vielleicht hole ich mir irgendwann mal auch die große Flasche. Dann habe ich hier auch aus diesem Reiseset von NYX ein Duschöl mit goldenem Schimmer. Das hat tatsächlich einen goldenen Schimmer auf der Haut hinterlassen. Was ich allerdings nicht so gerne mochte, war der Duft. Obwohl es eigentlich der gleiche Duft ist wie von dem Öl, aber da hat sich der Duft ein bisschen anders entwickelt und wie gesagt, goldene Schimmerpartikel sind auf der Haut geblieben für den Sommer bestimmt super schön, wenn man hier das Dekolleté sauber macht und die Arme und die Schultern und dann mit einem T-Shirt seine Schultern zeigt und na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist dann bestimmt ein ganz toller Effekt, aber jetzt so vom Duft, der hat er mir nicht so ganz gefallen, von der Duftentwicklung. Also kein Nachkaufprodukt. Eine Maske von Balea und zwar die Lavendelmaske, entspannend, für jede Haut geeignet. Ja, ich habe sie benutzt, aber ich finde, es ist einfach nur ein Dufterlebnis, es hat jetzt nichts mit meiner Haut getan. Würde ich mir also dementsprechend auch nicht nachkaufen. Glisscool von Schwarzkopf. Hair Repair Glanztonic, schimmernder Glanz und Repairpflege für trockenes und strapaziertes Haar. Ich habe es mir eigentlich nur gekauft, der Nostalgie wegen. Und zwar deswegen, weil ich das damals als 16-, 17-jähriges Mädel ständig benutzt habe und ich war immer super begeistert. Ich habe es immer wieder nachgekauft, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, denn mittlerweile gefällt mir der Duft einfach nicht mehr. Das ist ein sehr starker Duft nach Haarspray. Es riecht einfach nach Haarspray und der bleibt auch sehr lange in den Haaren. Ja, deswegen würde ich es mir jetzt nicht nachkaufen. Es soll einfach eine Repairpflege sein, ohne Ausspülen, aber das hat für mich und für meine Haare eigentlich nichts mehr getan. Wie damals. Vor wie vielen Jahren? Dann habe ich hier auch gebraucht ein Ebelin Eye, was
bestimmt ein Jahr alt ist, was Risse bekommen hat. Es sieht nicht mehr schön aus, es ist auch nicht mehr sauber zu kriegen. Und ich habe ein neuen Beauty Blender entdeckt, und zwar von Real Techniques. Das ist der orange Beauty Blender mit der abgeflachten Form, mit der abgeflachten Seite. Und der ist auch viel weicher, und von daher die Ebeline-Eier würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich einfach ein besseres Produkt gefunden habe. Dann habe ich aufgebraucht von Nu Skin Pure Cleansing Gel Combination to Oily Skin. Das ist für Mischhaut, und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Produkt. Das ist einfach ein Cleansing Gel, ein Waschgel, und wenn man das in Kombination mit dem Gesichtswasser mit dem Gesichtswasser benutzt, dann verschließt es einfach die Poren, und die Poren werden glatter, sie sind nicht mehr so ausgeprägt, sie werden minimiert. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, und es ist ja einfach so, dass man schon wirklich dranbleiben muss an seiner Gesichtspflege, dass man wirklich jeden Tag morgens und abends sein Gesicht abwäscht und dann nachher mit einem Gesichtswasser drüber geht, damit die Poren wieder verschlossen werden. Das kaufe ich mir auf jeden Fall nach. Ich habe schon einen im Badezimmerschrank stehen, und meine Empfehlung. Dann habe ich gestern aufgebraucht diese Maske, und zwar war ich sehr neugierig auf diese Maske, Argan und Amaranth von Dr. Schöller, und es ist eine vegane Maske, und ich habe die gestern nämlich verwendet. Wer mich auf Instagram verfolgt, in meinen Stories habe ich das mal geteilt. Leute, die Maske ist nicht geeignet für mein Gesicht, was die Ausschnitte betrifft. Ja, die ist mir zu klein. Die ist mir definitiv zu klein. Das ist die Hülle, also die Abzugfolie. Also wir haben ja die Maske, die eigentliche Maske aus diesem weichen Fließstoff, und auf dieser getränkten Maske ist dann diese Schutzfolie angebracht, und man muss einfach die Maske auflegen und dann die Schutzfolie abmachen. Eigentlich eine sehr gute Sache. Allerdings habe ich nicht hinbekommen, dass diese Maske genau dass die Aussparungen einfach sich meinem Gesicht anpassen. Ja, also das war richtig komisch. Die Augen waren einfach zu klein, der Mund hat auch nicht gepasst, und ich habe auch so ein bisschen rumgezuppelt und so weiter. Also für Mondgesichter wie mich ist diese Maske nicht zu empfehlen. Natürlich hätte ich hingehen können und so ein bisschen reinschneiden können und so weiter, aber das ist, denke ich mal, da habe ich einfach keine Lust zu. Das ist eine Tuchmaske für anspruchsvolle Haut. Nein, ich kaufe sie mir nicht nach, weil ich einfach keine Lust habe, an meinen Masken herumzuschnippeln. Die Pflegewirkung war auch nicht so berauschend. Es hat, es war sehr gut getränkt, war sehr angenehm getränkt. Also es hat, es war nicht zu viel, war auch nicht zu trocken. Es war eigentlich optimal. Die Pflegewirkung, ja, also es ist ganz. Meine Haut hat sie sehr gut vertragen. Meine Haut hat sie sehr gut getrunken. Also war okay, aber trotzdem würde ich sie mir jetzt nicht nachkaufen. Jetzt kommen wir noch zur dekorativen Kosmetik, und zwar habe ich mein Lieblingsmascara von Maybelline, The Colossal Volume Express Mascara in 1000% Black. Habe ich aufgebraucht, da ist nichts mehr, da geht nichts mehr. Ist mir, also gibt kaum Farbe ab, und von daher hat ein ganz tolles Bürstchen, weil es färbt die Wimpern wirklich schwarz, und ich mag es einfach nicht, wenn die Wimpern Spinnenbeine haben oder zu zermatscht aussehen. Diese Mascara hat
die Wimpern richtig schön gefächert. Es hat Volumen gezaubert. Absolute Empfehlung. Und ich teste mich noch durch andere Mascaren durch. Und wenn die durch sind, dann werde ich mir die bestimmt irgendwann nachkaufen. So, der Müll kommt jetzt weg und ich mache jetzt Platz für neuen Müll für den Monat Februar. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Tschüss.